So wie schon mal vorweg, es sieht sehr futuristisch aus. In Nordrhein-Westfalen ist das erste Haus fertiggestellt worden, das komplett per 3D-Betondrucker gebaut wurde. Wie soll denn das überhaupt funktionieren, fragt sich da so mancher. Welche Vorteile bringt diese Technik, diese Bauweise? Und ist das Druckerhaus denn auch wirklich wohnig, wenn es so futuristisch ist, wie du sagst? Christian Müller und Max Hermes mit den Bildern und den Eindrücken. Der Gang einer Pionierin. Lisa Marie Hanus zieht ein in Deutschlands erstes 3D-Haus, ihr neues Eigenheim, per Betondrucker aus dem Boden gestampft. Verrückt, das ist verrückt, aber ja, coole Idee. Und ich war von Anfang an ja, total überzeugt, dass das eine schöne Sache wird. 8 Monate Planungszeit hat die Konstruktion im nordrhein-westfälischen Beckum verschlungen. Der eigentliche Rohbau kam dann in nur 2 Wochen aus dem Drucker mit einem grünen Fußabdruck. Wir können allein durch Ersatz von Stahl durch Carbon rund 50% der Materialien sparen. Und wenn wir jetzt noch Carbon-Beton gerecht konstruieren, kann die Ersparnis bis 80% gehen. Und genauso viel CO2 sparen wir dann ein. Hinzu kommt, das Haus kann am Ende seiner Lebenszeit recycelt, die Einzelteile etwa im Straßenbau wiederverwendet werden. Dafür sind die geschwungenen Linien im Beton nicht jedermanns Sache. Am Anfang haben wir schon gedacht, sieht sehr futuristisch aus und wie das wohl wird. Völlig ungewohnt natürlich. Super schönes Haus, muss man ehrlich sagen, gut gelungen. Noch ist diese Art des Bauens aber teurer. Das Pilotprojekt mit rund 200.000 Euro vom Land NRW gefördert. Dort plant die Bauministerin aber schon den nächsten Schritt. Ich hoffe immer noch, dass es uns gelingt, auch Städte und Gemeinden zu finden, die sagen, ich will öffentliche Infrastruktur in 3D-Druck schaffen. Ob das Feuerwehrgerätehäuser sind oder Schulen, vielleicht sogar ein Rathaus in der Zukunft. Rund statt glatt ist dann vielleicht die Form, an die wir uns alle erst einmal gewöhnen müssen.